Hi Leute, hier ist eures Guide Arista zu einem neuen Part von The World Answers You. Was haben wir im letzten Part gemacht? Ja, im letzten Part haben wir Konishi weiterverfolgt, durch Dogensaka, durch hierher nach High East. Unterwegs haben wir dann noch festgestellt, oh mein Gott, wir sind jetzt Beute für Reaper, da das UG unter dem sogenannten Emergency, also Notfall, Emergency Call, also Notfallplan steht. Und das bedeutet, dass die Reaper uns angreifen können, so viel und so gut sie wollen. Und ich denke mal, ganz zum Schluss haben wir noch gegen 777 gekämpft. Und dieser ist dann auf die Konzertbühne verschwunden. Und dann gab es Geschrei und wir werden uns jetzt mal ausrüsten und dann nach ihm suchen. Ich weiß, das ist eigentlich nicht so die feine Art, aber ich habe irgendwie Angst, dass da was ganz Böses drin wartet oder sogar Konishi. Und deswegen gucke ich gleich mal. Hat wenig Bravery, hole ich mal mit. Vielleicht ist das was Gutes für Beat. Und wenn, dann muss ich das sowieso kaufen, weil alle Kleidungsstücke einmal haben, ist wichtig. So. Dann gucken wir nochmal hier und... What the fuck? Wieso seht ihr noch die Joshua-Sticker? Joshua ist tot! Echt mal, ihr könnt mich. Warum ist der noch... Egal, ich nehme mal das mit und... Okay. Ach, das wäre sogar auch was für Joshua gewesen, aber... Naja. Die brauchen wir ja nicht. Und hatten wir den nicht schon mal gekauft? Na egal, ich hole ihn jetzt nochmal. Wieso habe ich im Kopf, dass wir den schon mal hatten? Und da fehlen uns die 10 Yen-Pins. Und ich würde da mal sagen, hier holen wir noch Bouillabaisse, sag ich schon. Das ist die Minestrone, das ist die Bouillabaisse. Nee, das ist Corn Chowder. Oh, hupsi. Aber Bouillabaisse gab es auch noch, deswegen, ja. Was ist das hier, der Tatsumi Burger? Esse dies, um deine Synkrate um 50% zu erhöhen und, richtig nett. 34 HP Erhöhung für 14 Bissen, das geht eigentlich. Na gut. Dann gehen wir jetzt nochmal ins Menü und nehmen Beat mal die Schuhe weg. Und gucken mal. Ich würde sagen, ich gebe Beat mal die Bikerjacke, weil die hat an sich eine HP-Erhöhung von 53 und einen Attackenboost von 10. Ja, das sieht doch schon nett aus. Na gut, dann haben wir uns noch ein bisschen ausgerüstet. Dann würde ich mal sagen, gehen wir Richtung A-East. Na gut, gehen wir in die Konzerthalle. Es ist stockfinster hier, wie immer. Hey, Stachelschwein! Bist du okay? Er sagt nichts. Lass uns mal ein bisschen umgucken, okay? Ja, okay, dann fangen wir mal an. Wir gehen erstmal hier die Ränder entlang. Gucken, ob hier irgendwer ist. Nein, dann gehen wir mal Richtung Mitte und... Oh, was ist denn das? Ja, was ist das? Sieht aus wie ein Hundehalsband. Vielleicht ist es was für Hachiko. Oh, bitte, Beat. Sei doch mal ein bisschen ernst. Das ist doch das Halsband, das Triple Seven immer getragen hat. Hä? Was macht's denn hier, wenn er es um den Hals trägt? Sieht aber nicht schlecht aus. Ich meine, mit dem Schädel und alles. Beat. Ich glaube, sie hat ihn ausgelöscht. Was? The fuck? Ach, diese kleine, miese. Echt mal, hinterhältiger geht's nicht. Wie kann sie sowas machen? Wo ist sie? Ich schlage ihr die Fresse zu Brei. Frau oder nicht, ist mir in dem Fall egal. Hey! Schnell, weich mal aus! Da ist so irgendwas hier. Neues? Doch nicht etwa. Fuck. Na gut, wir werden sie finden, aber zuerst müssen wir das hier besiegen. Moment, sie ist hier irgendwo. Ich hab sie lachen hören. Aber fuck, hier ist erstmal die Neues und... Das kennen wir doch schon irgendwo her. Und ja... Ich kann es eigentlich schon sagen, es ist der gleiche Boss wie an Tag 3 mit Shiki. Vespertilo Kano heißt er im Übrigen.
Ich habe den Namen nochmal neulich im Noise Report nachgeschaut und ja, Beat greift mal an. So, dann würde ich mal sagen, sichern wir uns den Fusionsstern und greifen an! Vielleicht kriegen wir es auch nochmal hin, die Level 2 Fusion zu zeigen. So. So. Perfekt. Scheiße. Na gut. Die ganze Kette für einen Fusionsstern. So lame, so dumm und heilen. Nein! Diese Strahlen können übrigens, wenn man sie verwendet, verwirren und immobilisieren, weshalb sie nicht so gut sind. So. Let's go. Jetzt haben wir die Level 1 Fusion. Wunderbar. So, Neko weg da. So, noch 2 Sterne, dann können wir die Level Fusion 2 Fusion einmal zeigen. Ein Stern noch. Fuck. Und man merkt auch, er ist wesentlich stärker als das letzte Mal. Und Level 2 Fusion. Das wird Schaden machen. Wo bist du? Komm her. Da ist die Kleine. Die kleine Fledermaus ist hier. Und sie reißt immer mit dem Lightplug. Und damit ist sie down. Wieder ein Boss ad acta gelegt. Na, was für ein Rang ist es diesmal? Oh, sieht nach dem A-Rang aus. Neko hat den letzten Schlag gehabt. Nochmal schön PP bekommen. Zeit 2 Minuten 16. Ist nicht schlecht. 10.000 Yen haben wir gedroppt bekommen. 31 Hits. Und Beat hat seinen Blocksticker erhalten. Wenn wir jetzt im Kampf das Steuerkreuz bzw. B für Linkshänder nach unten drücken, kann Beat sein Skateboard vor sich halten und gegnerische Attacken blocken, die vor ihm sind. Und wir bekommen den Pin Microcosmic Pull. Da können wir dann einen kleinen Kreis in leeren Raum auf dem Kampffeld zeichnen und dann werden dort Meteoriten niederregnen. Und das ist richtig heftig, weil wenn die runterfallen, zerspringen die auch noch und machen ziemlich viel Schaden. Aber den Pin einzusetzen ist ein bisschen schwer, weil Neko dafür stillstehen muss, in der Zeit nicht angegriffen werden darf und es muss ein Kreis dabei rauskommen. Das ist der Nachteil. Und wir haben noch einen Scarletiten erhalten. What the fuck? Diese Sprechblase ist komisch. Hat Beat das jetzt gesagt oder was? Hä? Das wirst du nicht rausfinden. Und ich bin gerade in die falsche Stimmlage abgerutscht. Zeig dich, Eisenfresse! Sie ist irgendwo hier, Beat. Wir sollten uns umsehen. Hä, was zur... Wollten wir uns nicht umsehen? Wieso ist der Tag zu Ende? The fuck? Okay. Dann mache ich jetzt noch mal ein kleines Resümee zu diesem Tag. Wir haben jetzt angefangen, Konishi zu verfolgen. Das wird jetzt die nächsten Tage unsere Aufgabe sein. Wir werden jetzt von Reapern verfolgt. Neko und Beat sind jetzt somit die größte Gefahr für das UG. Aber mich wundert generell, und ich schätze mal, das wird auch Neko und Beat wahrscheinlich mit der Zeit auch noch verwundern, warum musste man für so eine Kleinigkeit den Emergency Call ausrufen? Warum die O-Pins, besser bekannt als Outlet-Pins, die ja auch noch ein bisschen aussehen wie diese Red Skull-Pins? Wieso hängt das alles zusammen? Und dann noch die ganze Geschichte mit Konishi, dass sie die beiden herumschickt. Das ist auch noch recht seltsam. Und zudem muss man dann auch noch im Blick behalten, was war da gerade mit der Sprechblase? Wieso war sie in Beats Nähe? Das ist die Frage.
die sich hier jetzt, das sind die Fragen, die sich jetzt hier stellen werden. Und ich denke mal, in den nächsten Parts werden wir die Antwort erfahren. Und mit diesen Worten, bis zum nächsten Part, Leute. Bye, bye.